Wir befinden uns hier an einem Streckenabschnitt, der aus einem Bereich fester Fahrbahn besteht und aus einem Bereich geschottertem Gleis. Die feste Fahrbahn ist hier über einer Bahnüberführung mit anschließendem Schotter. Und den Schienenfehler, den wir hier hatten, das ist ein Schienenhöhenfehler, der hier im Anschluss zur festen Fahrbahn entstanden ist. Der Höhenfehler beträgt 15 mm, verbunden mit dem Atmen des Gleises. Das haben wir hier vorhin mit diesem Absolutzeiger und dem relativen Messer dazu aufgenommen. Der Höhenfehler wurde korrigiert mit Einsatz von Gleishebewinden. Das Gleis wurde dann exakt ausgerichtet von der Höhenlage her, von der Fahrfläche. Und der sich bildende Hohlraum unter der Schwelle wurde dann mit unseren Schotterverdichtern wieder verfüllt. Die Funktionsweise des Schotterverdichters ist einmal hier dieses Vertikalprinzip mit unserem Vertikalexzenter, der hier eingebaut ist, der hier das komplette Rohr in Schwingung versetzt. Und wenn das Rohr hier in den Schotter eintaucht, dann haben wir zwei Wirkmechanismen, die den Schotter verdichten. Einmal ist es die Vibration und der Vorwärtstrieb des Stoffpickels und der zweite Wirkmechanismus ist hier das Volumen des Stoffpickels, weil wir dringen ja hier in den Schotter ein und das Volumen des Stoffpickels drückt den Schotter auseinander und der Schotter bewegt sich natürlich in die Richtung des geringsten Widerstandes und der geringste Widerstand ist in dem Fall ja die Hohllage der Schwelle, der Hohlraum unter der Schwelle und der Schotter wird dann hier unter die Schwelle rein verdichtet. Zur lokalen Schotterverdichtung im Bahnbereich wurden bisher sogenannte Kraftstopfer oder Schlagstopfer verwendet, die eigentlich nichts anderes sind als wie Abbruchhämmer. Und diese Abbruchhämmer, die haben den Nachteil, dass die Schwellenkante zerstört wird, abgebrochen wird und dass die Schottersteine zerschlagen werden. Das neue Prinzip, das Robel-Bammer-Maschine jetzt auf den Markt bringt mit dem Vertikal-Schwingstopfer, da sind diese Beschädigungen ausgeschlossen.